Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Ich habe zwei Hände, um zu tasten, ich habe zwei Ohren, um zu hören, ich habe zwei Augen, um zu sehen, ich habe eine Nase, um zu riechen und ich habe einen Mund zum Schmecken. Sinne sind wichtig und Sinne bestimmen unsere Wahrnehmung. Und genau darum soll es heute auch gehen, um Sinne. Eure Sinne nehmen Reize wahr, die ans Gehirn geschickt werden und dort dann verarbeitet werden. Und wie Wahrnehmung wirklich funktioniert, das seht ihr jetzt. Birgit ist besorgt, ihr kleiner Justin spinnt. Erst heute Morgen hat er ihr eröffnet, dass Donnerstage für ihn violett sind und Sonnenlicht sich stumpf anfühlt. Was läuft bei ihm denn bloß falsch? Sofort zum Neurologen mit dem Jungen. Nach kurzer Untersuchung steht die Diagnose. Justin ist Synästhetiker. Besorgt fragt Birgit, ob das was Ernstes sei und wie lange ihr kleiner Schatz noch zu leben habe. Noch mindestens 60 Jahre, sagt der Neurologe, und dann lachen die drei. Synästhesie ist natürlich nichts Ernstes, einfach nur eine ungewöhnliche Verkopplung der Sinne. Aber jetzt erstmal von vorn. Wie kommt so ein Sinn überhaupt zustande und was ist Wahrnehmung? Die fünf sogenannten klassischen Sinne der Physiologie sind Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken. Allerdings kann der Mensch viel mehr und so werden auch andere Wahrnehmungen oft zu den Sinnen gezählt, zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, die Schmerzempfindung und die Temperaturwahrnehmung. Den Anfang macht ein Reiz aus der Umwelt, wie zum Beispiel Licht, der von einem Sinnesorgan aufgenommen wird. Welches Sinnesorgan angesprochen wird, hängt von der Art des Reizes ab. So wird Licht zum Beispiel über das Auge wahrgenommen. In dem jeweiligen Sinnesorgan befinden sich sogenannte Rezeptoren, die den Reiz anschließend in elektrische Impulse umwandeln und über Nervenbahnen zum Gehirn weiterleiten. Das Gehirn vergleicht den umgesetzten Reiz dann mit Erfahrungen, die bereits mit ähnlichen Reizen gemacht wurden. Weswegen wir uns dann erinnern, dass die Bockwurst wie Bockwurst schmeckt und Karl von nebenan so aussieht, wie er halt aussieht. Daher benötigen Menschen, die nach OPs erstmals sehen oder hören können, auch immer einige Stunden, um die Sinneseindrücke richtig zu verarbeiten. Ihr Gehirn hat einfach keine Erfahrungswerte gespeichert. Aufgrund dieses Abgleichs mit den gemachten Erfahrungen liegen die Sinne aber nicht immer ganz richtig und es kann zu Sinnestäuschungen kommen, was letztlich Fehlinterpretationen des Gehirns sind oder schlicht auf einer Überlastung der Sinnesorgane beruht. Und damit kann man echt lustige Sachen anstellen. So vermutet das Gehirn aus puren Erfahrungswerten immer wieder, dass sich dieses Bild bewegt oder dieser Ton dauerhaft absteigt. Selbst wenn wir rational längst begriffen haben, dass dem nicht so ist. Hält man beide Hände in unterschiedlich warmes Wasser und anschließend in Wasser mittlerer Temperatur, werden die Hände unterschiedliche Wärmeempfindungen erzeugen. Aber nicht nur das Gehirn, sondern auch die Rezeptoren der Sinnesorgane haben so ihre Grenzen. Zum Beispiel kann der Mensch nur einen recht kleinen Teil des Farbspektrums im Licht sehen. Und besonders tiefe oder hohe Tonfrequenzen können wir nicht hören. Wobei das nicht bei jedem Tier gleich ist und die einen mehr, die anderen weniger wahrnehmen können. Und nun zurück zu Justin. Seine Synästhesie bedeutet, dass bestimmte Sinneseindrücke Hirnareale aktivieren, in denen andere Sinneseindrücke gespeichert sind. So aktiviert das Sonnenlicht, das er sieht, zugleich einen Teil des Gehirns, der für das Tasten zuständig ist. Und er erlebt den zusätzlichen Sinneseindruck eines stumpfen Gefühls. Naja, gibt natürlich Schöneres, aber jeder Synästhetiker erlebt eben andere Sinneskopplungen. Und nicht jeder kann bei Sonnenlicht gleich Rosenduft riechen. Birgit ist jedenfalls beruhigt, hat jetzt aber ein bisschen Angst vor ihrem Sohn. Sinne sind wichtig, damit wir uns orientieren und in der Welt zurechtfinden können. Ich persönlich könnte am ehesten auf den Geschmackssinn verzichten, da mir Sehen und Hören viel, viel wichtiger sind. Doch auf welchen Sinn können die Münsteraner am ehesten verzichten? Ich glaube, sogar den Augensinn würde ich verzichten. Wahrscheinlich eher auf den Geruchssinn. Eigentlich auf keinen. Auf den Duftsinn. Ich glaube, auf keinen. Ich würde sagen, hören. Wahrscheinlich am ehesten aufs Hören. Auf den Geschmackssinn, glaube ich. Ich weiß, wann ich mal besser die Klappe halten sollte. Das ist vielleicht mein sechster Sinn. Den habe ich manchmal. Das ist so eine Intuition in mir, wo ich dann empfinde, jetzt musst du vorsichtig sein. Oder wahrscheinlich habe ich einen, aber die sind so banal, dass man mir das jetzt nicht einfällt. Ich glaube, jeder hat den irgendwo, ja. Nee, ich glaube nicht, dass ich den habe. Mein sechster Sinn ist bei mir sehr gut ausgeprägt, warnt mich eigentlich oft vor Menschen. Inspiriert mich, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun.
würde sagen, die Freude an kleinen Dingen, die den Erwachsenen irgendwann vielleicht später nicht mehr so wichtig ist, woran Kinder sich begeistern können. Vielleicht können Kinder Menschen besser einschätzen und sind irgendwie so ein bisschen sensibler auf Reaktionen von anderen. Zumindest die Gefühle ganz klar und pur zeigen können. Toleranz, mehr Toleranz vielleicht. Die Vorsicht. Kinder sind nicht so vorsichtig wie Erwachsene. Einfach sich selbst zu vergessen im Spiel, was bei vielen Erwachsenen ja nicht mehr ist. Ja, sehr wichtig, weil sonst können wir gar nichts wahrnehmen, ne? Ich glaube, ohne Sinne hätte man schon ein echtes Problem. Also man kann ja nicht mal Bus fahren oder so, weil man ja nicht sieht, was auf der Anzeigetafel steht. Ich glaube nicht, dass wir ohne klar kämen. Ich glaube auch, wir wären verloren ohne unsere Sinne. Ohne Sinne? Was wären wir ohne Sinne? Arme Menschen. Hilfe! Ah, ja! Ja, hier, wo bin ich? Genau dies ist alltäglich an den Arbeitsplätzen von einigen Menschen. Ich meine Dunkelrestaurants. Das ist eine besondere Art der Gastronomie, in der dem Gast versucht wird, durch ein Essen in kompletter Dunkelheit den Geschmackssinn einfach viel, viel näher zu bringen. Und wir haben ein Dunkelrestaurant Essen besucht und uns mal angeschaut, wie die Arbeit dort so abläuft. Ja, Taxifahrer ist schlecht, LKW-Fahrer ist schlecht, ne? Pilot, ja. Was willst du als Sehbehinderter machen oder als Blinder, ne? Arbeit ist ein großer Bestandteil unseres Lebens. Für Blinde und Sehbehinderte ist es jedoch schwer, einen passenden Beruf zu finden. Eine Möglichkeit bieten einige Dunkelrestaurants. Wie zum Beispiel für Paul das Restaurant Finster in Essen. Paul ist stark sehbehindert und wird im Laufe seines Lebens sein Augenlicht verlieren. Fachdienst für Sehbehinderte und blinde Leute, die suchen dann halt Arbeit. Und die hat dann halt gesagt, ich soll mal hier vorbeischauen im Restaurant Finster. Ja, bin dann halt hier hingekommen. Seit 07 bin ich dabei und macht mir super viel Spaß. Wie ist es, im Dunkeln zu arbeiten? Ja, du gehst auf als sehbehinderter Mensch oder als blinder Mensch halt, ne? Im normalen alltäglichen Leben hast du eh Schwierigkeiten, dann halt irgendwas zu machen, irgendwo hinzukommen zum Beispiel. Und hier bist du dann halt so gesehen, in Anführungsstrichen, der Chef, ne? Das war meine Welt dann halt, ne? Mit den Sinnen, die ich dann halt tagtäglich teilsweise zu tun habe, weil ich sehbehindert bin selber, stark kurzsichtig bin, fiel mir halt sehr leicht zu arbeiten im Dunkeln dann halt, ne? Doch für die Gäste ist es ungewohnt, sich in absoluter Dunkelheit zu bewegen. Deswegen sind sie auf Hilfe des Kellners angewiesen. In einer Polynese, ja, ran an die Schulter und mir folgen unauffällig. Ich setze die erstmal hin, platziere die erstmal, zeige denen dann halt die Stuhllehne, ne, und erkläre ihnen, dass dann halt direkt vor ihnen dann halt bedeckt ist. Den Rest, den bringen wir ja dann tatsächlich nachhinein dann zu dem Gast, was die dann halt bestellt haben vorne. Im Dunkeln hilft vor allem eine persönliche Kommunikation, um sich wohlzufühlen. Ja, wir sind per Du, ja, im dunklen Raum. Wir fragen natürlich die Gäste, ob die das möchten, ne, ob wir uns duzen. Die meisten sagen ja. Ja, die rufen dann halt einfach, ne? Paul, ich brauche ein Getränk, ne? Ich brauche dies, das, genau. Sich in der Finsternis zu orientieren, ist für Paul und seine Kollegen Alltag. Für die Gäste eine ganz besondere Erfahrung. Die sind begeistert. Es war wundervoll, ne, dieses Erlebnis dann halt in die Welt einzutauchen von den Sehbehinderten und Blinden. Ne, die Küche stimmt dann auch. Ne. Die haben wirklich immer einen wunderschönen Abend, die Gäste. Doch nicht alle können mit dem kurzzeitigen Verlust des Augenlichts umgehen. Ich habe auch in den Jahren jetzt Gäste gehabt, die wirklich dann halt in der Schleuse dann halt geweint hat. Vor Angst, ne, also wahrscheinlich irgendwelche Erinnerungen, schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, Platzangst, ne? Da hatte natürlich keinen Sinn daran. Ich bringe sie raus. Das ist das Beste, ne? Ich bringe sie dann halt raus. Also einreden kannst du das nicht mehr, ne? Einige müssen aber erst über ihren eigenen Schatten springen. Das hatte ich auch gehabt, ja. Die sind dann halt die Gäste, die gar nicht gehen wollen, ne? Na, die wirklich am Anfang ein bisschen Angst hatten, redest du denen dann halt ein. Die sind dann auch ein bisschen länger, 3-4 Stunden hier geblieben. Ne? Die haben sich dann auch wohlgefühlt und dann anschließend gesagt, Gott sei Dank, Paul, habe ich das gemacht. Ne? Ich danke dir vielmals, dass du mich trotz allem noch überredet hast. Ne? War ein toller Abend. Im Endeffekt sollte sich jeder überlegen, ob er eine solche Erfahrung machen möchte.
Ja, das ist eine Erfahrung dann halt wert, ne? Wie ein Blinder oder ein Sehbehinderter sich tatsächlich fühlt. Das ist wirklich eine Erfahrung wert. Ihr werdet dann auch wirklich schätzen, was ihr da habt überhaupt. Man sieht also, es ist schwierig für manche Menschen nachzuvollziehen, wie es ist, auf einen ihrer Sinne verzichten zu müssen. Deshalb ist Nadine aus unserer Redaktion zu einem Kurs für Gebärdensprache gegangen, der von einem Gehörlosen geleitet wird. Es ist Montagabend. Ich bin auf dem Weg zum Kreativhaus in Münster, wo ich an einem Gebärdensprachkurs teilnehmen darf. Bevor es losgeht, nimmt sich der Kursleiter Herr Häuser, der selbst gehörlos ist, die Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten. Er erzählt mir, dass er selbst in Rente ist, aber immer noch als Sprachdozent der Gebärdensprache arbeitet. Dafür hat er mehrere Seminare besucht. Viel gelernt und Erfahrung gesammelt. Herr Häuser erklärt mir, wie wichtig die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen ist. Mit einem Gebärdensprachkurs können Unsicherheiten abgebaut und das Aufeinanderzugehen ermöglicht werden. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie Herr Häuser sprechen gelernt hat, ohne zu hören. Und dort habe ich angefangen, Sprachen zu lernen. Und war sehr mühsam für Gehörlose, aber auch für hörende Lehrer. Und Sprachen lernen siehst du aus, ich sitze neben dem Lehrer und Spiegel auf dem Tisch. Okay. Wir schauen auf den Spiegel Mundbewegungen vom Lehrer und vom Schüler. Und der Lehrer hält die Hand unter meinem Hand. Und ich beim Lehrer, da können wir versuchen, Sprache, Stimme zu fühlen. Wow. Und so haben wir dann Sprachen gelernt. Jetzt beginnt die Kursstunde. Ich bin ein bisschen nervös. Das liegt sicher daran, dass ich mich noch nie lautlos verständigen musste. Meine Aufregung legt sich aber recht schnell. Denn Herr Häuser hat viel Geduld. Ich lerne, dass die Gebärdensprache eine visuelle Sprache ist. Nicht mit den Ohren zu hören, heißt für Gehörlose mit den Augen zu verstehen. Nicht nur die Hände sind wichtig für die lautlose Kommunikation. Auch die Mimik und die Körpersprache spielen dabei eine große Rolle. Die Begegnung mit Herr Häuser war für mich eine Bereicherung. Ich bin beeindruckt von seiner offenen und kommunikativen Art. Ich habe mich von den anderen Kursteilnehmerinnen integriert gefühlt und gehe mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, muss ich sagen, weiß ich wirklich viel mehr über Sinne und darüber, wie Wahrnehmung funktioniert. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eure Winkel erweitern. Und nicht vergessen, abschalten. Ja, stimmt.